Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind unser Apartment, was wir gemietet haben. Und es geht weiter. Jetzt müssen wir gucken, was wir als nächstes machen. Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt ja hier diese Verbrechen. Arbeiten uns dann hier runter. Also machen wir das. Es ist viel zu overpowered mit den Autowaffen. Ja, dieses Lied. Thank you.
schalte ich diese Dinger hier frei. Stört es gerade ein bisschen, dass wir kein Messer haben. Alles weggegeben. Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Ich habe eine Wohnung in diesem Block in Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch plus Anhang, das ausgerechnet vor meiner Scheißtür in Pachinko-Aktion gestartet hat. Das riecht nach Ärger. Lass mich raten, du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken. Vergiss es. Wenn nicht, falls das NCPD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauzen früher oder später auch durch meinen Schlüsselloch stecken. Ich kann nicht riskieren, dass sie etwas finden, das sie nichts angeht. Die Sache eilt, geh zu dem Wohnblock, wo die Tiger-Tussi namens Taki Kemochi ihre Pachinko-Ding laufen hat und kümmere dich um sie. Alle anderen Tigers in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen.
Oha, was für eine große Ratte. Komisch, dass du sie nicht selbst abgemurkst hast. Aber solange das Ungeziefer von der Straße weg ist, bin ich zufrieden. Tja, das war easy. Oh, der mit den Schwanzproblemen. Das erkenne ich sofort. Oh! Hey! Hey, du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Oh! Kriegst auch Geld! Kommt drauf an. Was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... Oh, eins meiner Implantate! Zufrieden? Hilfst du mir jetzt, oder was? Na klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto! Schnell! Oh, garantiert befriedigend, stand drauf! Lass mich raten. Ist das Dart, Modell XCV-19? Ja, woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe wurde zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! War ja klar. Oh, fahr einfach! Nicht sie um! Bleib mal cool. Wir sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammt, du Scheiße! Fuck! Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken! Dann leide stiller, Chum. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Hey! Dann. Okay, wir. Nicht dann später! Ich ruf dich an! Aber. Oh, das tut so verfickt weh! Scheiße! Der Typ, Alter. Und der meldet sich wieder bei uns.
an alle NCPD-Subunternehmer. Hinweis auf Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Goldsmith Street. Berichten zufolge sind Scavenger unter der Führung von Barry Alkin vor Ort. Alkin wird wegen Mordes und illegalen Handels mit Cyberware gesucht. Die NC-Behörden bezahlen für die Neutralisierung von Alkin und seinen Komplizen. Das sieht ja geil in Schwarz aus. Boah, ne Grab, Junge. Alter, was hat Trauma hier gemacht? Oh, das ist dieser Barry.
Sogar einen Klamottenladen. Schauen, was sie so haben. Was ist auf der Straße gerade so im Trend? Na, Eigenheit. Vergiss einfach die anderen. Lass dein wahres Ich raus. Du musst der Stadt zeigen, wer du bist. Gehört dir der Laden schon lange? Ein paar Jahre. Ich war früher Modedesigner. Was ist passiert? Das Gleiche wie überall. Ein Algorithmus hat meinen Job übernommen. Das Programm kann in einer Sekunde tausende Designs ausspucken. Da kann ich nicht mithalten. Das ist traurig. Weiß nicht, was mein Stil ist. Hast du einen Tipp? Eigentlich sind wir schon so ganz cool aus, ne? Das ist Samurai-Kappe, Alter. Okuset mit Eisschutz. Okay, das sieht behindert aus, oder? Als Netrunner wird das wahrscheinlich ziemlich cool sogar. Digga, wir sehen aus wie so ein Noob. Guck, was wir verkaufen dort. Ich suche ein paar nice Klamotten. Nichts Billiges. Ich finde ganz schnell was Schickes für dich. Tja, ich könnte hier eigentlich auch ein bisschen was loswerden, ne? Mal schauen, haben die einen Sinn. Man macht auf jeden Fall viel mehr Kohle mit den Waffen. Preise haben sie da angepasst. Ja, aber die Klamotten sind teilweise immer noch ziemlich teuer. Brauchen wir auch gar nicht holen, weil wir finden ja eh genug. Das passt schon. Hier immer noch zwei Verbrechen. Auftrag haben wir hier noch. Da ich sagen, gehen wir jetzt mal demnächst auch mal zum El Coyote Coyo. Zur Ofrenda. Ich glaube, das mit den Drohnen hier oben. Ah, nee, das ist noch nicht. Come on, man.
alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen liegt vor, an der Kreuzung von Drake und Cartwright Street. Vor Ort sind Mitglieder der Tiger Claws, denen Überfälle und Erpressungen vorgeworfen werden, angeführt von Mokomichi Yamada, genannt Motorboy. Die Stadt bezahlt für die Entfernung von Yamada und seinen Komplizen aus der Gegend. Slaughterhouse, folge deinem Instinkt. Tja, die haben wir ordentlich zerlegt, würde ich sagen. Gary, was ist passiert? Ich hab ihn gewarnt. Anzüge kamen vorbei. Blaue Augen und alles. Sahen aus, wie er gesagt hat. Dann haben die ihn in ein AV geworfen und zum Mutterschiff gebracht. Und keiner hat ihm geholfen? Niemand.
Die Polizei sagt, er ist krank. Aber eigentlich weiß er nur zu viel. Er ist eine Bedrohung für die. Ich sammle jetzt Spenden für eine Statue zu seinen Ehren, um an seinen Mut zu erinnern. Und die Verbrechen von Alpha Centauri. Hast du noch ein paar Eddies übrig? Für sein Andenken? Ich habe hier einen Chip. Guckst du mal? Gary meinte, du unterstützt unsere Sache. Okay, zeig her. Ich sag dir, was ich weiß. Was? Versteck das schnell! Niemand darf das erfahren, klar? Wieso? Was ist es? Was ist denn los? Gary wusste, dass das passiert. Die sind hier. Die wollen uns brechen und zu Marionetten machen. Hey, schön ruhig. Wer denn? Die Technonekromanten? Und sie werden auf die Erde hinabsteigen. Ungesehen. Der Himmel in Finsternis gehüllt. Das hat er gesagt. Die Nacht kommt. Die ewige Nacht. Und so endet die epische Geschichte der Geheimnisse paranormaler Wesen. Und was lehrt sie uns? Ich hasse solche Cliffhanger. Geht mir genauso. Aber das meinte ich nicht. Manche Leute wissen mehr als andere. Sie hören den Privatgesprächen der Weltelite zu. Und was tun sie mit dem Wissen? Sie verbringen ihre Zeit damit, uralte Märchen neu zu erfinden. Ach, du hast recht. Das war reine Zeitverschwendung. Eine Jagd auf absoluten Nonsens. Ja, aber Nonsens ist verlockend. Und das wissen die. Und füllen ihre Schwammbirnen mit Träumen von einer interessanteren Welt. Die Wahrheit ist furchtbar profan. Die Konzerne ziehen die Strippen. Kranke Bastarde. Hai von ihren eigenen Machtfantasien. Du meinst, das waren zwielichtige Konzerngeschäfte? Darauf kannst du wetten. Die sind die wahren Blutsauger der Menschheit. War nie anders. Agenten von Alpha Centauri haben unsere Truppen... So gespannt, ob im DLC irgendwas dazu noch kommen wird. Harry! Du verdammtes Arschloch! Tut mir leid, okay? So leid. Mendes, es ist zu spät. Er kann dich nicht hören. Deine Gene waren in Ordnung, Barry. Du warst der härteste Hurensohn, den ich kannte. Es tut mir leid, Barry. Tut mir so leid. Tja, dieses Mal ist er gestorben. Bisher immer das gute Ende genommen, jetzt mal das schlechte Ende. Und wer ist schuld? Der Mendes. Definitiv der Mendes. Wir können auch wieder mehr Zeug einbauen.
einen Sowjetfixer in der Stadt. Mein Kunde will ihn kennenlernen und ihn willkommen heißen. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an. Den Wagen hat er aus der UdSSR mitgebracht. Mehr Infos anbei. Die Ankunft des sowjetischen Topfixers Mikhail Akulov, das war der Typ, den wir im Compeggy gesehen haben, mit seiner Frau zusammen. Night City hat für Furore gesorgt, bisher heißt es, er sei nur für einen kleinen Deal in der Stadt. Echt jetzt, der berühmteste Fixer der gesamten UdSSR soll persönlich für irgendwelchen Kleinscheiß in Night City antanzen? Das glaubt doch wirklich kein Mensch. Also, was hat er vor? Wieso ist er in Night City? Mein Kunde will Antworten auf diese Fragen, deshalb sollst du einen GPS-Sender am Auto unseres geschätzten Genossen platzieren. Aber achte darauf, dass du die Sache sauber und leise über die Bühne bringst. Na, das ist relativ easy. Ich gehe aber erstmal da hinten auf den Steg hin, da gibt's glaube ich auch ein bisschen Loot. Ich vermisse meine Schwester. Sollten wir eventuell nachts angehen. Paradox wirklich. Niemand. Wenn du mich fragst, ist das nur wieder eine von diesen schrägen PR-Kampagnen. Oh, der ist nicht One-Hit. Das ist eine illegale Ausstrahlung. Steckt sich rein und verbricht die anderen Programme. Ah ja? Und woher weißt du, dass das nicht alles mit dem Besitzer der Sender abgemacht ist? Ich sag's dir, Chu, ist nur eine dieser viralen Werbekampagnen. Erst wirst du eingelullt und dann wird dir was verkauft. Alles, was im Fernsehen kommt. Musikalische Darbietungen von echten Beaver-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen.
Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dachparade teilnehmen werden. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City. Nach der Pause, die Cyberpsychose. Mythos oder Wirklichkeit, bleiben Sie dran. Effizient wie in einem Film. Bloß bekommen wir dafür nicht so arschviel Kohle. Aber man kann ja nicht alles haben. Auftrag abgehakt. Tja, das Gute ist aber, jetzt können wir reingehen und alle töten. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Komisch. Was haben wir überhaupt bekommen jetzt gerade als Belohnung?
Haben wir ein bisschen Kohle oder was? Das ist schlecht, man kann da gar keinen Schalldämpfer mehr drauf machen. Ah, 11.000 haben wir bekommen. So schön. Hey, wie, hab ein paar neue Aufträge für dich, mach das ordentlich und bald hat jeder deinen Namen gehört, der in dieser Stadt irgendwas zu sagen hat. Hier haben wir wieder einen neuen. Und da oben haben wir auch zwei neue. Und eine neue Cyberpsychose. Aber auf die pfeifen wir jetzt erstmal, ich möchte jetzt erstmal hier weiterkommen. Wir gehen jetzt als erstes mal zu Rogue. Die Informationen uns zu holen. Was ist da unten los? Wer hätte das gedacht? So, die Herrscherin ist die Karte der Weiblichkeit und Mütterlichkeit. Sie ist gebieterisch, weiß, was sie will und legt sowohl Eleganz als auch Sinnlichkeit an den Tag. Die Herrscherin steht für Kreativität und Wachstum und lehrt uns, unsere unterbewussten Antriebe nicht zu ignorieren, sondern auf unsere Intuition zu vertrauen. Das sollte dann wahrscheinlich eher so Rogue hingehören, oder? Ich glaube, da gehört Rogue so ein bisschen rein. Was jetzt? Verstärkung rufen? Ein paar Schädel spalten und die Leichen reinschleifen? Ey! Rein mit dir! Im Afterlife zählen nur Ruf und Respekt. Marken bedeuten hier nicht. Sam, halt durch, Jim. Ein Ripper ist schon unterwegs. Kann ich dir was bringen? Fuck! So eine Scheiße! Warum sind wir nicht im Krankenhaus? Danke, Claire. Kein Problem. Ruf einfach, wenn du was brauchst. Mein Schum hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Chulo mit dem Dutt? Hab ich gehört, mein Beileid. Erinnerst du dich an seinen Drink? Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier. Und ein Schuss Liebe. Ha, ganz genau. Und den Drink nennen wir? Den Jackie Wells. Genau. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Das Geschäft läuft, hoffe ich. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer und wir verschaffen Abhilfe. Wie ist es im Afterlife? Hier zu arbeiten, meine ich. Kann mich nicht beschweren. Gibt nur selten Streit und der ist meistens schnell vorbei. Mörderisch gute Kundschaft, hm? Das hast du gesagt. Könnte einen Drink vertragen. Harter Tag? Heute und jeder andere. Was darf's denn sein?
Und das ist ja relativ geil, weil hier gibt es ja den David Martinez. Ein Schuss Wodka auf Eis, aufgefüllt mit Nicola, hochzielen und mit Gedöse abtreten. Der David Martinez. Der Jolly Silverhand. Jalisco Zenzon. Chow Tidus Oki Hoch. Oklahoma auf der Zunge. Pitoro einfach ein ganzes Bierfass, Alter. Billig, aber könnte dich ein neues Paar Kiroshis kosten. Erstmal Bier, Aldi. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.